Seid gegrüßt, meine lieben Herr der Ringe-Fans. Ich bin's, euer Peter, und es ist wieder soweit. Oh Gott, habe ich mich drauf gefreut. Und ihr sicherlich auch. Und lange Rede, kurzer Sinn, springen wir rein hier in die Reaktionen zur ersten Folge von Die Ringe der Macht. Legen wir los. Und es gab eine Zeit, da war die Welt noch so jung, dass sie noch keinen Sonnenaufgang gesehen hatte. Aber selbst da war Licht. Gemeine Elbenkinder! Oh Gott, Galadriel wird gemobbt. Oh. Ich sagte doch, es schwimmt nicht. Störte. Da ist Ungoliant. Begehrten wir auf. Doch der Krieg legte Mittelerde. Also ich dachte, in Schutt und Asche. Da wäre ein bisschen mehr. Eins, dessen Bedeutung selbst die Weisesten unter uns nicht ausmachen konnten. Vielleicht sollten wir hier unser Lager aufschlagen und morgen die Heimreise antreten. Wir vergeuden Zeit. Also, Galadriel wird nach Valinor verbannt. Sehe ich das richtig? Okay. In dir zerbrochen ist. Oh, jetzt geh, mach hin, bitte. Geh, und ich verspreche, dich auch noch im Auge behalten zu müssen. Oder hältst du mich verwirrt? Die kurzer Elben machen echt viel kaputt, finde ich. Zu viel. Und du stinkst. Das sieht so vieles nach Plastik aus. Bitte, ihr verlasst uns. Ja, das... So ist es. Hat sie aber schnell erfahren. Weißt du, Tiere auch? Wenn du nur mal nachsehen könntest. Ach Gott, Vorder- und Hintertür, ich finde es so lustig. Krankheit. Au. Ja, macht sie nackig von mir aus. So, meine lieben Tolkien-Freunde, ich habe die erste Folge der Herr der Ringe-Serie gesehen. Es fehlt noch die zweite und trotzdem möchte ich nach einer kurzen Reflexion und Kaffeepause über die erste Folge reflektieren. Es lässt mich gerade quasi nicht los. Ich kann nicht direkt die zweite Folge gucken. Ich freue mich auf eure Gedanken, das mal vorweg. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Fantasy, ja. Tolkien, nein. Was meine ich damit? Es ist eine gute Fantasy-Serie und die positiven Aspekte, die werde ich jetzt auch gleich noch herausstellen, aber es fühlt sich nicht für mich wie Herr der Ringe an. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte wirklich auch am Anfang und ich habe mich bereits mit Freunden kurz unterhalten können am Telefon, ganz am Anfang, wo Galadriel im Prolog spricht, wow. Und dann wird sie von Elbenkindern gemobbt. Oh Mann. Also, das Elben mit kurzen Haaren, so viel Plastik, irgendwie habe ich das Gefühl, es wirkt, und ich glaube, das ist das passende Wort für mich, es wirkt mir so theatralisch, es wirkt mir vereinfacht, es hat mit Silmarillion, also mit dem Lore von Tolkien, von Herr der Ringe, so wenig gemeinsam. Es sind die Namen, es sind die Orte, die stimmen. Es ist eine Interpretation von Amazon, mit der ich auf der Ebene von Herr der Ringe nicht connecten kann. Noch nicht.
die Welt, also ihr seht es, ich tue mir schwer. Und deswegen möchte ich ganz kurz auf die positiven Aspekte zu sprechen kommen. Visuell, die Landschaftsaufnahmen, also dieser Bombast. Ja, ich habe das epische Gefühl einer epischen Geschichte. Spüre ich das, was ich beim Rad der Zeit komplett vermisst habe, habe ich in dieser Serie. Wir haben Karteneinblendungen. Wir wissen immer, wo wir uns auf der Erde befinden, in der Welt, in Mittelerde, Valinor. Wow. Das habe ich wirklich gefeiert. Und die Musik, es ist stimmig. Und auf der visuellen Ebene gibt es jedoch eine kleine Einschränkung. Ja, die Serie sieht besser aus zum Beispiel als das Rad der Zeit. Doch sie wirkt nicht so hochwertig echt wie Game of Thrones zum Beispiel. Jetzt auch das Prequel. Es wirkt wie so eine Theaterbühne bezogen auf, ich sehe die Künstlichkeit der Requisiten, die Jäger mit ihren Hirschgeweihen oder Elchgeweihen. Ich sah das Plastik, auch die Eishöhle im Norden bei Galadriel. Ich sehe diese Künstlichkeit. Und das grätscht mich quasi so ein bisschen von hinten weg. Es sieht wie wirklich ein wirklich hochwertiges Cosplay aus. Brutal, oder? Sollte nicht sein bei einer Serie, die knapp 500 Millionen gekostet hat. Aber so ist es. Also das macht HBO mit Game of Thrones wirklich besser. Da fühlt sich Stein wie Stein an, Schmutz wie Schmutz. Und in dieser Serie ist es so, ja, theatralisch habe ich bereits erwähnt, so ist es für mich. Trotzdem eine solide Fantasy-Serie, auf die ich mich freue, aber es ist nun mal der Markenname Herr der Ringe vorne drauf und das macht es mir hier so ein bisschen schwierig. Ich kann Fans verstehen, die kritisch mit der Serie sein werden, schon waren und hier sich bestätigt fühlen. Ich kann jedoch auch Fans verstehen, die es super finden werden. Ich bin zerrissen. Ich bin abermals innerlich zerrissen. Ich freue mich auf Folge 2. Ich freue mich auch wahnsinnig auch noch weiter auf die Serie. Ich freue mich auf eure Gedanken, auf den Austausch, wo ihr euch jetzt hier einordnet. Wow. Und dann macht die Serie noch etwas gut, wo ich sage, ja, das gefällt mir. Die Figuren, Galadriel, Herr der Ringe Lore mal ausgeblendet. Jetzt nur diese Amazon-Galadriel. Ich kann connecten bezogen auf ihre Motivation. Ich weiß, warum sie tut, was sie tut. Warum sie so kämpferisch ist. Warum sie eben Sauron jagen will. Nachvollziehbar, passt. Ich finde den schwarzen Elben Arondir auch nachvollziehbar. Er hat es nicht ausgesprochen, dass er hier in die Heilerin verliebt ist und ich spüre es. Ich spüle jetzt sein Scheiße, ich werde abgezogen und ich will sie nicht verlieren. Finde ich gut. Ich finde die Haarfüßler Nori auch abenteuerlustig und sie will die Welt entdecken. Ich glaube jede Figur und trotzdem finde ich das so aufgesetzt theatralisch. So, als würde ich in einer Oper sitzen. So. Ich genieße die Show. Aber ich bin nicht mittendrin, ich bin außerhalb. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Ich bin mal gespannt, wie es euch geht. Das war's erstmal an dieser Stelle und wir sehen uns bald wieder. Die Zeit ist knapp, jawohl, und trotzdem, ich werde mich bemühen. Meine lieben Tolkien-Begeisterten, demnächst mehr hier von Ringe der Macht auf Medienberausch. Bis dann, euer Peter. Tschüss.